Morgen Hornets-Fans, es gab ein Boston-Spiel in Charlotte, 122 zu 106. Gewonnen haben die Celtics, weil sie einfach bessere Spieler haben. Respektive Jason Tatum mit 33 Punkte. Robert Williams ist ein Monster, 12 Rebounds. Ihr Aufbauspieler Derek White muss ziemlich schnell raus nach 4 Minuten und Malcolm Brogdon von der Bank hat seine Chance genutzt und hat auch nochmal 30 Punkte eingeschenkt. Sonst haben sie insgesamt besser getroffen von 3, weil wir halt ja nach wie vor gern unsere Dreier nicht decken. LaMelo Ball hat kein Triple-Double gemacht. Er hatte 31 Punkte, 9 Assists. Mason Plumlee 9 Rebounds und Jason Terry 21 Punkte, 16 Rebounds für Plumlee, 9 Rebounds hatte LaMelo Ball. Sie haben das erste Spiel gut gespielt, paar schnelle Dreier von PJ Washington, sie waren gut dabei und haben sogar zur Halbzeit geführt und dann haben die Celtics angefangen zu verteidigen und haben einfach zu viele Leute, zu viele gute Leute. Bisschen Garbage Time gab es da noch für McGowan, Sky Jones und Mark Williams. 2 Minuten, wo nichts bei rauskam. Nick Richards, bisschen vor der Bank, hat es auch nicht großartig gerissen. PJ Washington, 4 von 7 Dreier, 14 Punkte. Ja, das ist schön, will man sehen. In 36 Stunden gibt es das Rückspiel quasi auf dem gleichen Parkett. Da wird sich nicht großartig viel verändern. Also schön, wenn man mal jetzt so wie Boston, Vizemeister Boston, halt sieht, wie so eine Mannschaft funktioniert. Die hätten ja auch einen neuen Coach dieses Jahr, sogar einen Rookie-Coach. Die hatten wohl Spielkultur oder Mannschaftskultur, hat er gemeint, der Eric Collins. Und ja, das fehlt bei uns halt ein bisschen. Sidekicks, einmal gab es eine Michael Jackson Dance Cam, wo dann die im Publikum tanzen zu Beat It. Ich meine, wer Michael Jackson Musik spielt, zu Unterhaltung, der signed auch Miles Bridges irgendwann, würde ich sagen. Was eben auch immer schön war gegen Jason Tatum. Die Hornets hatten noch eine Bill Russell 6 aufgehängt, so eine schwarze Decke mit weißem Sechser drauf. Ob das wohl jetzt jede Mannschaft macht, ob der das ganze Jahr jetzt hängt und länger, man weiß es nicht. Sonst gab es zum Spiel ein Highlight von Jalen McDaniels, wo er einen Fastbreak über die rechte Seite abgeschlossen hat und dann mit so einem Dunk noch die Mailman-Geste gemacht hat. Das war recht schön, das war recht gut. Ansonsten auch coole Dunks von Jason Tatum, super hoch wieder springen kann. Melo war gut, einen Dreier nur geworfen, ansonsten auch oft zum Korb gezogen, immer wieder mit links abgeschlossen. Das war ganz schön dynamisch so. Die anderen waren halt einfach professioneller und weniger verletzt. Schwank am Rande. Eric Collins hat noch erzählt, weil die Celtics einen 20er drin hatten mit so blonde Dreads vor der Bank, einen Frank Williams, einen von zwei Williams, die haben. Welcher Hornets-Spieler, der auf der Bank sitzt, hat bei den Celtics die Nummer 20 schon gehabt? Del Curry wusste Gordon Hayward und nicht wusste er den Marlon Garnett, ein Assistant Coach von den Hornets, der hatte die mal gehabt. Sonst gab es nichts Interessantes, Uninteressantes von Eric Collins. Ashley hatte irgendwie so ein schönes, blaues, warmes Seidenkleid an, würde ich fast sagen, ärmelfrei. Schön braun gebrannt ist er. Gute Laune. War ein schönes Spiel, kann man sich mal anschauen, eben gerade weil man auch mal eine gute Mannschaft sieht. Wie Boston, die wieder mit ihren Centern nicht nur dominiert, sondern auch mit ihrem Backup Point Guard und mit ihrem Superstar Jason Tatum. Schön, wie die so einen Star halt aufbauen und lang halten können, wenn der in der richtigen Umgebung ist. Kann man sich anschauen.
Und der ferner liefen hat Mello Ball den tausendsten Dreier getroffen, der 32. schnellste Hornet, der das geschafft hat in seiner Karriere. Ja, gratuliere Mello Ball. Brady Manick, der ja in der Summer League noch bei uns war, ich hätte ihn gern gehabt für die Hornets, hat 6 Dreier in Australien in einem Spiel gemacht, da gibt es den. In Mailand haben sie jetzt einen neuen Spieler, neben Nico Melli und Johannes Vogtmann, den Kemba Walker. Wer die noch kennt, sie haben jetzt leider schon in Berlin und in München gespielt und deswegen müsste man nach Mailand tatsächlich wohl fahren, um Kemba Walker mal da live spielen zu sehen. Da gibt es ja vielleicht eine gute Busverbindung von euren Ort. Nichts bei den Hornets, auch kein Isaiah Thomas. Hier Dennis Smith Jr. hat jetzt auch in diesem Spiel nicht viel gerissen. Hatte am Anfang, war ein bisschen versprechender, aber ja, genauso Cody Martin war grau. Frisches Blut. Trading Deadline, weiß nicht. Ist noch 9. Februar, glaube ich. Bis dahin müssen wir noch aushalten für neue Hornets-Spieler. Und Kemba ist jetzt bei Italien mit Johannes Voigtmann. Vielleicht noch einen Mittagsschlaf machen. Einen schönen Sonntag noch. Abschalten.